Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen, ja, Odin war shoppen, Weihnachten Spezial oder so. Ich weiß nicht, wie ich es mal genannt hatte. Und danach wollen wir einpacken. Diesmal ist es nicht so viel. Ja, Ticker. Hier ist ein ganz großes, das zeige ich euch zum Schluss. Hier haben wir dann erstmal das. Meine Frau hat ja gemeckert, wir sollen uns nicht trinken und hast nicht gesehen. Aber eine Kleinigkeit kriegt sie. Und da habe ich bei Amazon so ein Herz geholt. Das ist so ein Steinherz. Ja, das hat auch so eine leichte Wölbung. Könnt ihr das sehen? Ja. Und da ist auch ein Ständer mit bei aus Holz. Den packe ich jetzt aber nicht auseinander. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Und da kann man das Herz so reinmachen. Weil ich bin froh, dass ich den Ständer hier halbwegs vernünftig reingekriegt habe, weil der so kleine Plastefüße hat. Ja, das kriegt meine Frau zu Weihnachten. Und halt Süßigkeiten. Meine Frau steht total auf, wie heißen die Dinger gleich wieder? Dominosteine. Und da habe ich dann halt hier noch 4 Packungen Dominosteine. So, dann habe ich für die Kleine, habe ich hier so eine Aquamalmatte. Die bekommt sie. So. Die Links mache ich euch zu jedem Produkt unten in die Videobeschreibung. Dann habe ich hier ein Bademantel, da muss ich gucken, dass ich einen vergleichbaren finde. Den habe ich bei Lidl gekauft. In rosa und in grau gibt es den. Ich habe mir in grau geholt, das ist für die Große, die hat sich einen Bademantel gewünscht, den neuen. Und das ist ja nur, soll ja auch nur ein kleines Alibi-Geschenk sein. Das richtige Geschenk ist bei meiner Mutter. Und sie wollte aber keinen rosanen. Sie wollte einen grauen oder schwarzen. Hat gesagt, schwarz hast du genug Klamotten, gibt's nicht. Bei meiner Mutter steht nämlich noch ein Tisch. Also nicht normaler Tisch, sondern ein Computertisch. Beziehungsweise Schreibtisch. Schön groß, breit, also tief, mit, ja, kann so schön drunter sitzen. Und dann hat sie 4 Faltbox-Regale. Auf der rechten Seite oder halt, wenn sie will, auf der linken Seite. Müssen wir gucken, wegen der Steckdose, wegen der Heizung, wie wir das am besten machen. Deswegen, man kann da variieren, dass wir die Faltboxen entweder links oder rechts machen. Und da hat sie große Box, kann sie diese 30x30 passen da rein oder so, ja mehr. Und dann kann sie dann halt eins für ihre Mappe nehmen oder für Schulzeug und das da vernünftig drin stapeln. Und dann ist da nicht so viel Klimbim. So, dann kommen wir jetzt hierzu. Ich habe, und hier habe ich auch noch was, also dann Süßigkeiten drin, erkläre ich den gleich noch. Ich habe für meine Tochter für die kleine Tochter ein Olaf gekauft. Oder ich wollte, sagen wir mal so, erstmal wollte ich einen Olaf kaufen. Ich habe mir ja, glaube ich, schon im Stream, habe ich ihn ja schon ein paar Mal gezeigt. Ich wollte einen Olaf kaufen. Wir waren beim Marktkauf, da hat ein kleiner Olaf so groß. So, wann sind das 15 Zentimeter? 14,99 € gekostet. Habe ich bei Amazon, bei Otto, überall geguckt und ja, die waren halt alle vom Preis ja, ziemlich gepfeffert. Ja, also 14, 15, so in dem Dreh hat der Kleine gekostet, dann, oder teilweise auch der Kleine 24, 25 €, 30, 39 € und was das da alles gab. Und dann habe, also, dann hab ich einen gefunden, den ich dann jetzt hier auch gekauft habe. Ich wollte eigentlich nicht so groß, also der ist minimal ein bisschen groß, aber minimal nur. Aber für den Preis ging es nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Ich musste den holen. Ich zeige euch den mal. Und ist auch original von Frozen.
Olaf. Ja, guck mal. So, da sieht man die Nase. Ich lasse den natürlich verpackt für die Pläne, dass er auspacken kann. Der ist 60 cm groß. Ja? Ach so, das war auch noch mit bei. Als gratis Geschenk hier, Ausstechform. So, jetzt müssen wir die mal alle hier wegmachen. Und zwar habe ich den gekauft. Steht das hier irgendwo drauf? Hier steht nur Hermes. Nee, hier steht es nicht. Also hier ist keine Rechnung mit bei, nix. Hier steht auch nur Hermes. Schade. Sonst hätte ich euch das hier gezeigt. Den hatten sie runtergesetzt von 59 Euro noch was auf 24 Euro. 99. Also richtig fett Ersparnis. Und dann, da habe ich natürlich zugegriffen. Ist ja klar. Das ging ja nicht anders. Da muss man ja zugreifen. Und dann habe ich hier noch was. Die kennt er ja. Die werde ich dem Rudi schicken, beziehungsweise das ist für Beate. Ein Weihnachtsgeschenk für Rudi. Da gibt es hier Süßigkeiten mit. Und ich habe hier auch eine So. Hier habe ich dann noch so eine Tüte mit so einem Weihnachtsmann. Ja, also das ist mir erst im Nachhinein eingefallen. Ich habe ein bisschen zugegriffen, dass ich hätte ja, mehr holen können. Und da werde ich eine so eine Tüte werde ich dem lieben Soulflyer schicken. Ich weiß nicht. Ich hoffe, er freut sich mit ein bisschen Marzipan drinne, mit so einer Marzipanstange. Und bei Beate werde ich dann hier auch nochmal eine Marzipanstange oder zwei Marzipanstangen mit reinpacken. Eine für Rudi, eine für Beate. Mehr Süßigkeiten habe ich leider nicht geholt. Ich habe weil ich alle eingepackt für die Kinder und so. Und dann ist mir das dann im Nachhinein erst eingefallen. Hättest du mal mehr geholt, hättest du... Na, aber egal. Weil Soulflyer hat so viel donated schon. Und so viel Abos verschenkt bei Twitch. Und Rudi macht abends immer schön den Mod. Also, wartet mal, da muss ich hier noch. Da habe ich mir gedacht, so eine kleine Aufmerksamkeit. Und ich habe ja meine Pamu-Kopfhörer, die ich über alles liebe. Und ein paar nur noch. Den anderen wurde mir geklaut von meiner Frau. Und ehe sie hier rumliegen, kann ich Beate eine kleine Freude machen. So, aber wir packen erstmal das große packen wir zum Schluss ein. Wir müssen erstmal das für die große Tochter einpacken, damit die nichts mitkriegt. So. Weil das wäre ja doof, wenn die was mitkriegt. Die hat ja nicht gesagt, was sie sich wünscht. Und deswegen kriegt sie am Heiligabend. Also erstmal kriegt sie eine Route für die Kacke, die sie gebaut hat. Und dann mal gucken, wie lange sie das aushält, um zu fragen, kriege ich denn wirklich gar nichts. Und dann kriegt sie das, weil sie sich ja nichts gewünscht hat. Ich habe ja gesagt, schreibt einen Zettel, irgendwas. Der Weihnachtsmann muss ja, oder Christkind, bei uns, meine Frau ist ja Katholikin und Polin und bei uns kommt jetzt nicht mehr Weihnachtsmann, bei uns kommt jetzt Christkind, weil meine Frau das so möchte. Weil bei ihr in der Kindheit auch das Christkind kam. Ja. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Sie hat entschieden, dass das Christkind kommt. So. Jetzt bereite ich hier schon mal vor. Ich habe hier auch schön Zettelchen, die man mit dran machen kann. Wer welches Geschenk bekommt. Also ist für alles gesorgt. Ich habe hier auch... Oh, shit. Ich habe gar nicht mehr so viel Schleifenband. Fuck, das wollte ich ja noch holen. Ich wollte ja noch Schleifenband holen. Also das sind Katzen. Oh, Mist. Ich wollte doch noch Schleifenband holen. Oh, Mist. Oh, shit. Hier ist nicht mehr so viel drauf, da ist auch nicht mehr. Oh, das könnte jetzt ganz schön knapp werden. Das könnte richtig, richtig knapp werden. Also um das Große werde ich jetzt keine Schleife rumwickeln, dass die Kleine das gleich auspacken kann und aufruppen kann.
Rudi hat schon geschrieben. Den habe ich nämlich angerufen. Ich wollte eigentlich nicht einweihen, aber er braucht ja die Adresse, dass ich das schicken kann. So, jetzt würde ich sagen, würde ich dann hier erstmal einen Cut machen. Wir haben jetzt aufgebaut. Ich habe ja auch schon einen Stapel Kartons da drüben liegen, wie ihr seht. Und dann würde ich jetzt gleich anfangen, das Verpackt-Video mit euch zu machen. Ach so, nee, warte mal, warte, warte mal. Da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Meine Frau und ich haben ja noch zusammengelegt. Wir haben ja noch zusammen für die Kleine. Das hat Rudi noch rausgesucht. Das habe ich im Stream noch bestellt. Ihr habt bei Spock so eine Tonybox. Super erhalten, Top-Qualität. Mit entsprechenden Figuren dazu. Da waren halt gleich mehrere Figuren mit bei, weil eine Figur alleine schon 14 Euro kostet. Und was haben wir noch? Ach, und einen Puppenwagen haben wir noch. Das hat aber meine Frau eingepackt. Das ist schon oben. Das ist schon, weil ich habe gesagt, ich packe diesmal nicht alles wieder alleine ein. Gott, das wird wieder nackt. So, dann würde ich sagen, Däumchen werden Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann geht's los mit dem Einpacken.